Ja, hi Leute. In meinem heutigen Video geht es mal wieder um ältere Hardware und zwar mit Intels LGA 775 Sockel, den es von 2005, 2004 eher gesagt, bis ins Jahr 2008 auf jeden Fall zu kaufen gab, bis dann der LGA 1366 Sockel Ende 2008 erschien mit den ersten Core i7 CPUs auf Bloomfield Basis. Doch zurück zum Sockel LGA 775. Ich habe mir jetzt ein Mainboard gekauft. Und zwar aus China kommt es. Hat nicht mal 20 € gekostet. Und dieses Mainboard besitzt bereits DDR3 Steckplätze und eine, ja, Onboard Grafikeinheit. Aber auch das Layout erinnert bereits an die LGA 1156 und vor allem auch LGA 1155 Mainboards von Asus als an ein LGA 775 Mainboard des klassischen Abschlages. Soweit so gut. Blende lag auch dabei. Und das Mainboard kam auch, wie es sich gehört, in einer ESD-Tüte daher. Ja, so sieht's aus. Eben ein Asus Mainboard. Ich hab das Design. Kennt man ja von LGA 1155 Mainboards, wie bereits erwähnt. Hier haben wir aber das P5G41 T-MLX V2 mit Intels G41 Northbridge. Bei der Southbridge bin ich mir nicht so ganz sicher, könnte die ICH7 sein, wenn nicht sogar ICH10. Der G41 unterstützt DDR3 RAM und eine Onboard-Grafik. Vom Schlage einer GX 4500 oder so ähnlich. Nichts Besonderes, auch nur maximal DirectX 10 tauglich. Aber immerhin steht auch hier fett drauf, DirectX 10 Support. Und wir haben eine Sockelschutzkappe. Trotzdem schaue ich auch noch mal kurz in den Sockel hinein. Aha, das ist noch hier das alte Format, auch vom 1366 Sockel bekannt. Und wie man sieht, sieht man nichts. Alles in Ordnung. Keine verbundenen Pins. Sehr nice. Und hier unten haben wir dann die Erweiterungssteckplätze PCI Express zweimal vertreten. Ein X1 Slot, zum Beispiel um USB 3.0 nachzurüsten oder eine bessere Soundkarte. Sowie der X16 Slot hier, der dunkelblaue für Grafikkarten, auch schon mit PCI Express Version 2.0 angebunden. Das stammt hier noch vom Northbridge Controller G41, weil ja, das Ganze wurde erst mit, ich meine, das war hier 1156 mit Linfield dann in die CPU verlagert. Die 16 Lanes für die Grafikkarte. Davor gab es hier den Chipsatz dafür. Und genau hier haben wir noch zweimal PCI, also der klassische 32-Bit-Slot. Hier die hellblauen. Da könnte man natürlich auch nochmal USB nachrüsten, Maximum USB 2.0 oder eine WLAN-Karte oder eine Soundkarte, was weiß ich. Hier unten haben wir dann viermal SATA 3 Gigabit, USB zweimal. Hier haben wir die Frontpanel-Anschlüsse. Ja, hier recht weit links unten. Onboard-Sound haben wir natürlich auch. Wir haben hier auch nur viermal USB, einen VGA-Anschluss für die Onboard-GPU, parallelen Drückeranschluss und hier auch ein serieller Anschluss, PS2 für Maus, Tastatur, Gigabit, Ethernet und Audio natürlich. Das Interessante ist, bei dem Mainboard ist der BIOS-Chip noch gesockelt. Also, falls wir hier einen ganz neuen Prozessor installieren möchten, der von dem Mainboard noch nicht unterstützt wird, der muss natürlich auch sockelkompatibel dann sein, sonst geht es ja auch nicht, dann können wir das BIOS rausnehmen, über ein BIOS-Programm flashen, wieder einsetzen und das BIOS booten. Dann müsste es gehen. Das ist auch ganz nice. Und das Besondere hierbei ist, wir können bei der Platine auch noch ein bisschen tunen. Naja, der G41 unterstützt von Haus aus ja 1333 MHz FSB, Frontside-Bus. Das ist die Verbindung zwischen Northbridge und CPU. Ja, die wichtigste Verbindung mit. Und über den Frontside-Bus leitet sich der Prozessortakt ab, über einen Multiplikator. Und wenn wir jetzt den Frontside-Bus erhöhen,
erhöhen wir damit auch dann den Prozessortakt und den Arbeitsspeichertakt. Ja, gut, G41 ist jetzt für seine Overclocking-Tauglichkeit nicht ganz so berauschend bekannt. Kann man das so sagen? Naja, jedenfalls, da kann man wahrscheinlich nicht 1600 MHz mitfahren. Da müsste man dann nach einem anderen Chipsatz Ausschau halten. Aber das ist somit das Modernste, was man halt so bekommen konnte. Ja, IDE haben wir auch noch einmal. Einen Floppy-Anschluss dann aber nicht. Und ich habe auch schon ein Mainboard mit einem ähnlichen Northbridge-Controller bereits schon hier gehabt von Fujitsu Siemens, das D3041-A11, das klingt auch nach G41, nur, oh, ich sehe gerade, der hat auch eine recht ähnliche Slot-Aufteilung, eigentlich genau die gleiche. Jedenfalls, bei dem Mainboard können wir nicht übertakten. Es gibt dann Programme wie ZFSB und so weiter, die dann unter Windows den Frontside-Bus anheben können. Allerdings wird dieser Chip, hier dieser Taktgeber, nicht unterstützt. Ja, von den Anschlüssen her auch hier VGA für die Onboard-GPU, also so ziemlich das gleiche, bis auf eben der parallele Druckeranschluss, der nicht vorhanden ist. Hier haben wir, meine ich, ein Core 2 Duo E6600 am Start. Wenn mich nicht alles täuscht, naja, die Dual-Core-Variante des beliebten Q6600 mit 1066 MHz Frontside-Bus und 2,4 GHz Prozessortakt. Und hier haben wir natürlich auch DDR3-RAM, nur dass wir hier nicht übertakten können. Daher dann das Asus Mainboard. Hier haben wir auch noch einen Floppy-Anschluss, allerdings kein IDE-Port. Ah, hier haben wir den parallelen Anschluss noch. Gut, so, dann noch ein drittes Mainboard, weil ich euch das auch noch nicht gezeigt habe, dass hat allerdings dann den Sockel LGA L55. Und wenn man ein Mainboard kauft aus China, dann kommt das üblicherweise in so einer schlichten Pappschachtel daher. Auch hier eine Blende für das Asus H61M-E, was sich hier drin befindet. Und das schauen wir uns dann auch nochmal kurz an. Ja, das sieht dann so ähnlich aus wie mein erstes LGA L55 Mainboard, welches ich mir im Juni 2012 gekauft habe für meinen ersten Desktop-PC. Nur, dass ich eben das H61MLX Revision 3 hatte. Nicht das H61M-E. Aber vom Prinzip her eigentlich genau das gleiche. So, und wenn ich die beiden Brettchen nebeneinander halte, dann sieht das doch zum Verwechseln ähnlich, ne? Ja, okay, das Board ist ein bisschen breiter, sehe ich gerade, als dieses hier. Aber das sieht man auch daran, dass dieses Brettchen hier mit LGA 775 Sockel ein jüngeres Modell ist aus der LGA 775 Zeit. Na gut, habe ich das auch nochmal gezeigt, natürlich dann auch ein VGA-Anschluss, weil bei LGA 1155 gibt es in den Prozessoren eine integrierte Grafikeinheit. Und hier haben wir keinen Chipsatz mehr, sondern nur noch einen einzelnen Chip, in dem Falle den H61. Gut. Okay, ich sehe gerade, der hat auch nur zwei Lüfteranschlüsse, genauso wie das andere Mainboard. Auch hier haben wir noch ein gesockeltes BIOS und so weiter und so fort. Und schauen wir mal, was wir mit der Platine noch alles machen können. Jetzt im Anschluss. Nun kann ich mit Gewissheit sagen, dass dieses Brettchen hier, dieses hier,
wohl kaputt ist. Das ist aber auch kein Wunder, wenn man sich da mal die Verpackung angeschaut hatte. Hier mal ein paar Fotos dazu. Der Karton, der sah aus komplett zerbeult. Und das Mainboard weist ja auch noch hier einige Kratzer auf. Einige deutlichere Kratzer. Außerdem, ich habe das BIOS manuell nochmal geflasht mit meinem BIOS-Programmer und diverse CPUs ausprobiert und ich meine sogar 4 verschiedene RAM-Kits verwendet und alles half nichts. Ja, Verkäufer angeschrieben, der wollte jetzt mir erst nur, ich glaube, ja, ein Viertel, wenn überhaupt, von dem ursprünglichen Kaufpreis zurückzahlen. Das ja, wollte ich natürlich dann nicht auf mich sitzen lassen, wenn man das so sagen kann. Also habe ich noch ein bisschen nachgebohrt und tatsächlich habe ich jetzt den kompletten Kaufpreis erstattet bekommen. Aber, naja, auch wenn diese Platine defekt ist, ich habe ja noch eine, die wahrscheinlich dann funktionieren dürfte. Die war dann auch besser verpackt. Hier in ESD-Folie. Und da gab es dann noch einen interessanten Kühler zu. Den kennen wir doch irgendwo her, ne? Ja, Medion lässt grüßen. So, jetzt kann ich auch hier mal mein neues Licht ausprobieren, was ich mir beim Lidl geholt hatte. So eine Tageslichtleuchte. Oh, Moment. Da ist vom Stativ gerade noch was nicht ganz festgezogen. Eben kurz erden. Und das ist genau die gleiche Platine von vorhin. Die habe ich dann allerdings genau aus Deutschland dann bestellt. Gebraucht. So, gut. Und jetzt können wir auch das Mainboard nochmal testen. Also das andere hatte ja, wie gesagt, nicht funktioniert. Vielleicht schalte ich auch nochmal hier die Beleuchtung dann aus, dass man den Monitor gleich ein bisschen besser sehen kann. Und dann das Netzteil im Moment einschalten. Ich habe jetzt hier einen Intel Core 2 Duo E7200 verbaut. Das ist ein Dual Core mit 2,53 GHz und mit einem Frontside Bus von 1066 MHz. Die Besonderheit hierbei ist, diese CPU hat einen sehr hohen Multiplikator von, ich meine, über 10. Und aus dem Grund habe ich mich dafür entschieden, dass man den auch gut übertakten kann. Dank hohem Multiplikator. Einmal Piep ist gut, seht ihr. Und direkt auf Anhieb. 1A. Und beim anderen Board hat sich überhaupt nichts getan. Nix, nada. Deswegen, das ist definitiv kaputt. Okay, dann gehen wir auch noch mal kurz durch. Also anhand des Datums erkennt man ja auch, dass die BIOS-Batterie voll ist. Sonst würde da halt, ja, was ganz Altes noch stehen. Das ist ja nicht der Fall. Storage Configuration. Okay. System Information. Da sieht man auch nochmal, dass 4 GB installiert sind. Und zwar Arbeitsspeicher von Samsung, auch aus einem Medion-PC stammt, mit 1333 MHz. Gut. Jumper FUI Configuration. Da können wir auch nochmal kurz gucken. Und zwar, wir können ein bisschen übertakten. Okay, das ist interessant. Clock for PCI Slot PCIe Port. Hm. Müsste ich mir noch mal eben das Handbuch durchschauen, was nicht dabei war. Das habe ich heruntergeladen. AI Overclocking Manual. Man kann auch Overclock Profile einstellen. Genau im Prozent geht das dann. Naja. Oder eben Manual. Und dann kann man hier bis 800 hochstellen. Was aber ein bisschen übertrieben ist, weil das wären dann 3200 MHz FSB. Nee, also das macht kein. Nein, also das macht kein LGA775 Prozessor mit. Das würde mich doch sehr stark wundern. Also die höchste offizielle FSB-Unterstützung sind 1600. Das wären dann also 400 MHz. Aber eben bei der Platine mit dem G41 Express Northbridge Controller sind dann nur etwas über 333 MHz drin, also so um die 342. Und dann ist aber Schluss. DRAM-Frequency 800, 1067, da geht es dann nämlich schon los. PCI Express, das können wir auch mal ausprobieren, PCI Express zu übertakten, weil
Das Mainboard hat ja noch den älteren Standard Version 2.0. Da kann man vielleicht noch mal ein bisschen was mit rausholen. Memory Voltage lässt sich einstellen. Das wollte ich jetzt nicht. Also, Memory Voltage lässt sich einstellen von 1,2 Volt. Das heißt, wir können auch diese energiesparenden DDR3-Module verwenden. Ich glaube, die heißen DDR3L oder so mit 1,25 Volt oder 1,35 Volt bis 2,46 Volt. Das ist auf jeden Fall mehr als ausreichend. Die NB-Voltage können wir hier auch verstellen von 1,125 bis 1,52 Volt, ganz grob gesagt. Dann die VTT-Spannung, müsste ich jetzt gucken, wofür die zuständig ist. Das könnte die Ankerspannung sein, oder? Naja, auf jeden Fall 1,2 bis 1,6 Volt. CPU-Spannung, so, plus 150 Millivolt. Mehr ist nicht drin. Beim MSI-Mainboard, da ging nämlich gar nichts, was ich gesehen hatte, für den gleichen Preis ungefähr. So, und dann habe ich natürlich das MSI-Mainboard genommen. Ratio CMOS-Setting, das ist interessant. Und zwar, da können wir dann den Multiplikator manuell einstellen. Okay, in dem Fall maximal 9,5, nicht über 10. Da habe ich euch angelogen. Ihr könnt mir, denke ich mal, hoffentlich verzeihen. Und wir können Speed Step ausschalten. Na gut, aber Kerne können wir jetzt nicht deaktivieren. Chipset können wir auch nochmal separat konfigurieren. Die Grafikkarte, den Grafikchip können wir aber nicht übertakten. Und dann haben wir noch Audio-Controller, lediglich Onboard-Devices. Genau, Gigabit-LAN haben wir schon. Das ist gut. Und dann können wir noch die üblichen Verdächtigen hier konfigurieren. USB. Okay, USB 2.0 natürlich nur. Okay, das ist... Okay, Hardware-Monitor könnte noch interessant sein. Wir haben eine CPU-Temperatur von 28,5 Grad. Ja, kann sich sehen lassen. Und wir haben eine Lüftersteuerung. Hier knapp 1000 RPM zurzeit. Gut, CPU-Fan-Profile, Silent Optimal Performance. Die Spannungen sehen alle gut aus. Ja, okay. Und das ist auch so eingestellt, wie ich das gerne hätte. Wenn ihr eine NAS, also einen Server haben solltet, dann könnte dieser obere weiße Punkt interessant sein, also jetzt hier weiß markiert. Da könnt ihr dann sagen, dass der Rechner bei Stromausfall wieder hochfahren soll. Boot, das gibt es natürlich auch. Und Asus EasyFlash 2 ist hier schon drin. LAN-Cable-Status, interessant. Ist jetzt allerdings nicht angeschlossen. Und damit könnt ihr dann über, also damit könnt ihr dann eben das BIOS aktualisieren. Allerdings, ich glaube, Safe Games gibt es hier nicht. Das sind BIOS-Profile. Die kann man hier jetzt nicht anlegen. Schade. Das wäre ja nochmal eine interessante Option gewesen. Geht hier allerdings nicht. Oder ich habe irgendwas übersehen. General Help F1. Nee, hier ist nichts versteckt. Discount Chances. Okay. Das Board funktioniert und dann kann ich da auch nochmal ein bisschen mit rumspielen. Bis zum nächsten Mal dann.